In Nepal ist das völlig zerstörte Wrack des abgestürzten Flugzeugs gefunden worden. An Bord waren 22 Personen, darunter auch 2 Touristen aus Deutschland und 4 aus Indien. Die Maschine von Tara Air hätte 20 Minuten nach Jomsam im Himalaya fliegen sollen. Der Kontakt zur Crew war kurz nach dem Start in Pokhara am Sonntagmorgen abgebrochen.